So geht's wieder, sehr schön. Also, was für ein schöner Tag, immer noch. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns gemeinsam grüne Wohnungspolitik bezahlbar, lebenswert und demokratisch für und vor allem mit den Berlinerinnen und Berlinern machen. Denn das macht den Unterschied in dieser Stadt. Der Senat hat Jahre gebraucht, um Ansätze gegen die massiven Mietsteigerungen und Verdrängungen auf den Weg zu bringen. Dabei hat er stets auf unsere Ideen und Vorschläge zurückgegriffen, aber lange gewartet und Schlupflöcher und Sollbruchstellen eingebaut. Anhand der Umwandlungsverordnung haben wir das ja heute schon gehört. Noch 2013 war sich der Senat einig. Soziale Wohnungsbauförderung? Ach Quatsch, das brauchen wir doch in Berlin gar nicht. Dieses Aussitzen führt dazu, dass die ach so bauaktiven landeseigenen Wohnungsunternehmen Berlins derzeit ganze 1.664 Wohnungen im Bau haben, die bis 2016 fertig werden sollen. Davon sind 186 Sozialwohnungen. Bei netto zuziehenden 20.000 Haushalten im Jahr und einem Bedarf von 125.000 neuen Sozialwohnungen. Nur jede 20. aktuell neu entstehende Wohnung in Berlin ist für die breite Bevölkerung bezahlbar. Bei Bürgern umstrittene Bauvorhaben zieht der Senat einfach an sich. Beteiligungsergebnisse werden nicht umgesetzt, wie an der Heidestraße Europa City am Hauptbahnhof. Statt dem vereinbarten, im Masterplan festgeschriebenen ökologischen, lebenswerten Modellquartier sieht der Bebauungsplan des Senats jetzt Lärm, ein verlärmtes Quartier, ein teures und ein monotones Quartier vor, mit viel Investorenbebauung für die Rendite. Mit hartnäckiger Verhandlungslinie und städtebaulichen Verträgen können und wollen wir die Privaten stärker am allgemeinen Wohl der Stadt beteiligen. Denn sie haben ja auch was davon, liebe Freundinnen und Freunde. Nachhaltige Werte der Investitionen statt platzender Blasen. Eine lebenswerte und anziehungskräftige Stadt. Gegen Symbolpolitik richtet sich auch der Mietenvolksentscheid. Stark, dass die Initiativen das geschafft haben. Der Moment ist historisch, die Mobilisierung wie geschaffen für echte Veränderungen. Die Ziele des Entwurfs teilen wir. Sie sind auch in ähnlicher Form Gegenstand des Antrags. Mehr Gemeinwohl auf dem Wohnungsmarkt, zuerst bei den dafür gemachten landeseigenen Gesellschaften, langfristige Zukaufpolitik ohne Privatisierung öffentlicher Güter, soziale, ökologische Modernisierungen mit Mietermitbestimmung. Dafür sind übrigens Sanierungsgebiete hervorragend geeignet. Die scheut der Senat wie der Teufel das Weihwasser. Also, ich freue mich sehr auf die Debatte zum Volksentscheid. Wir wollen gemeinnützigen Wohnraum von heute 28 auf mindestens 40% erhöhen. Da beziehen wir die Landeseigenen mit einem viel stärkeren Versorgungsauftrag für Menschen in Not, für Geflüchtete und für Bedürftige ein. Sowie auch Genossenschaften und Wohnprojekte. Denn wir wollen über Vielfalt und Weltoffenheit nicht nur reden, sondern sie auch ganz praktisch ermöglichen. Wir brauchen mehr Liegenschaften, Beratung und Unterstützung für Genossenschaften, gerade für die Neuen und Jungen und Wohnprojekte. Denn sie bringen die Ideen, verbessern das Wohnen und die Lebensqualität in der Stadt, denn sie bauen nach den Bedarfen der Nutzerinnen und Nutzer. Davon können und sollen sich die Landeseigenen einiges abschauen. Wir brauchen auch mehr Personal für die Bezirke, für gute Planung. Ich möchte noch eins sagen zum Thema Verlust von Grün durch Wohnungsbau. Zweifelsohne brauchen wir eine Menge Neubau. Überall dort, wo neu gebaut wird, müssen wir wertvolle Naturräume schützen, brauchen wir neues ökologisches Grün auf Dächern, Fassaden und als Biotopverbünde. Julia, kommst du bitte zum Schluss? Freiräume. Ja, komme ich. Für Erholung und Kommunikation können wir neu schaffen, indem wir den Straßenraum umnutzen, stellenweise. Wir können tatsächlich Fußgängerstraßen hinkriegen. Wo Alte und Kinder sich wohlfühlen, ist Lebensqualität. Durch kleine Interventionen und Ausprobieren ist das gelungen von Kopenhagen bis New York. Das können wir auch in Berlin haben. Berlin soll wieder lebenswert, wild und kreativ werden. Lasst uns das gemeinsam umsetzen. Ich bitte um eure Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Julia. Und als nächstes